Herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The New Colossus. Lange hat es gedauert, es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Was passiert ist, erzähle ich euch später im Laufe der Mission, aber zuerst widmen wir das Geheimnis. Was ist hier los? Was stimmt mit unserem Schiff hier nicht? Was ist hinter dieser dunklen Türe? Augen zu und durch, meine Freunde. Doch vorher, bitte, lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr Bock habt, einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Bin hochzufrieden und euch sehr, sehr dankbar. Herzlichen Dank. Und nun Augen zu und durch. Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld. Auf dich, du Superheld. Glückwunsch, Blazkowicz. Alles Gute, Terror Berlin. Wusste deine Karte. Ich wünsch dir was. Wünscht ihr was? Ja, nun. Ach so, das ist meine Frau. Dann herzlichen Dank. Ja! Hätte ich gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blazkowicz, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das ist ein richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh. Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs. Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blazkowicz. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauche mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Was zum Teufel, Gott verdammt! Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blazkowicz. Hört, hört! Hey! Und die Fuße. Nicht ihre. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Hört, hört! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh, Gott verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen! Ist doch nicht wahr! Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Oh. Hört, hört! Max Hass! Max Hass! Los, schlag schon zu! Max! Oh. Max Hass! Max Hass! Komm schon, William, der hält auf! Komm schon, das geht besser! Oh. Runter von mir, Mädchen! Hör auf! Kuschel, ich bin ein verdammter Wing Commander! Hört, hört! Max, hört! Hört! Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Ah.
Fergus. Wachen Sie auf, Sie müssen fliegen. Mann, wo ist Ihr Arm? Anja, wie sie. Was ist los? Unser Pilot ist noch betrunken und wir hätten längst starten müssen. Oh, kann er in dem Zustand fliegen? Tja, mit nur einem Arm kann er einen Scheißdreck. Okay, Horton, Anja, geben Sie ihm Kaffee oder so. Er muss nüchtern werden. Und Blaskovic, finden Sie Fergus Scheißarm, bevor hier noch alles den Bach runtergeht. Gott verdammt! Fergus? 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 Hey, mach auf. Können Sie mich hören? Hey. Okay. Wir müssen Fergus Arm finden. Das war eine richtig fette, fette, fette Party. Also, treiben wir mal das Ärmchen auf. Der arme Mann. Was ist denn hier los? Haben wir was zum Lesen? Ach, der Jacques-Brief. Liebe Maria, nachdem du ausgezogen bist, ist es einsam in unserem Aus geworden. Du hast dem Aus Wärme und Atmosphäre verliehen, die mit dir ausgezogen zu sein schienen. Deine Mutter und ich denken die ganze Zeit an dich. Mach dir keine Sorgen, wir sind glücklich und vor allem stolz, denn du hast so viel vor dir. Es gibt für dich viel zu sehen und zu lernen. Du musst dich jetzt auf dein Studium konzentrieren. Erzähl uns, wie das Leben in Toulouse so ist. Beschreibe deinen Alltag. Wir wollen alles hören. Hast du die Nachrichten über Germanien gehört? Dieser Hanswurst wird bald weg vom Fenster sein. Die Leute müssen seiner Tiraden überdrüssig werden. Ich erwarte, dass er innerhalb eines Jahres Geschichte ist. In Liebe, dein Vater Jacques. Dies war ein schlecht imitierter französischer Akzent. So, weiter im Programm. Es geht ab. Nee, Kumpel. Hab Fergus Arm weder hier noch sonst wo gesehen. Aha. Gut, dann gehen wir woanders auf die Suche. Fragt sich nur, wo. Verdammt, Fergus. Warum musst du immer diesen Arm verlieren? Nein, Herr Blaskovic, ich weiß nicht, wo der Arm ist, den Sie suchen. Zu was bist du dann nütze, Felix Baumgart, nicht? Kann der Fergus Arm? Er hat sich mit Maria im Club Wiesenau... Fergus Arm? Hab ich nicht gesehen, Mann. Ja, weiß ich nicht. Siegrun. Ich habe Fergus Arm nicht gesehen. Mal, weißt du, in diesem verflixten Haufen irgendjemand irgendetwas? Sigruns Tagebuch. Liebes Tagebuch, ich habe die ganze Nacht geweint. Mutter hatte mich heute furchtbar beschämt. Und das alles zwei Tage vor meinem 15. Geburtstag. Es gab eine Zeremonie für die Bewegung. Ich stand in einer Reihe mit den anderen Mädels. Mutter stand neben mir. Wie alle anderen Mütter auch. Das hört sich jetzt vielleicht albern an, liebes Tagebuch. Aber ich hatte keine Ahnung, dass ein Prominenter die Zeremonie besuchen würde. Dann sah ich, wie dieser kleine Mann, dieser ziemlich kleine, buckelige Mann am Ende der Reihe, den Mädchen der Bewegung die Hände schüttelte und sich auf mich und meine Mutter zubewegte. Mutter sah mich an und flüsterte, Sigrun, zieh die Wangen ein. So. Dann machte sie ein dummes Gesicht und zog ihre Wangen ein, liebes Tagebuch. Dabei sah sie furchtbar dämlich aus und ich sagte, warum denn, Mutter? Weil du fettleibig bist, zieh sie ein. Wo ist der Artikel lang? Ich weiß, wie sie ist, wenn ich ihr nicht gehorche. Sie beschimpft mich, sie gibt Kommentare über mein Gewicht ab, mit dem ich wirklich jeden Tag kämpfe. Also habe ich mich ganz doll angestrengt, das zu tun, was sie mir gesagt hat. Ich glaube, es hat nicht besonders gut funktioniert. Naja, der kleine Mann, der die Hände geschüttelt hat, blieb vor mir stehen und schaute mich an. Als ich meinen Kopf hob und in seine zusammengekniffenen, seltsamen Augen blickte, erkannte ich, dass der Kanzler höchstpersönlich vor mir stand. Zuerst war ich derart beschämt, dass ich ihn wie eine Idiotin angeschaut habe. Dann spürte ich, wie mir meine Mutter ziemlich hart gegen mein Bein trat. Also rief ich laut, so laut ich nur konnte, mein Kanzler. Ey. Er lächelte mich komisch an und grüßte beiläufig zurück. Das entspannte mich ein wenig, dann sagte er, du bist aber ganz schön gut gepolstert. Ich war kurz davor, in Tränen auszubrechen, dann ging er zu meiner Mutter, die aussah, als ob sie gleich einer ganz den Hals umdrehen würde. Diesen Blick habe ich schon viele, viele Male gesehen. Mein Kanzler, grüßte auch meiner Mutter.
grüßte auch meiner Mutter. Und der Kanzler sagte, Sie haben eine hübsche Tochter, Oberstleutnant Engel, aber denken Sie daran, ein ungesunder Körper ist ein Zeichen für einen schwachen Geist. Ich schlage vor, Sie in eine Abnehmklinik zu schicken, bevor Ihre Gesundheit noch weiter darunter leidet oder irgendwas in der Art. Und meine Mutter antwortete, ja, mein Kanzler, das ist nur eine Phase bei den jungen Mädels. Ja, ja, sagte er, verlor sofort das Interesse an mir und meine Mutter ging in die Reihe der Mädels weiter ab. Mutter schaute mich an und ich versuchte, meine Wangen einzuziehen, fing aber leise an zu weinen. Also gab sie mir eine Ohrfeige, eine kurze, harte Ohrfeige quer über das Gesicht. Das Blut lief mir aus der Nase. Naja, das war mein Tag. Ich werde wohl noch ein wenig Musik hören, bevor ich schlafen gehe. Am Ende des Tages hat sie gut eine große Anzahl von Herzen und weinenden Augen gemalt. Meine Herren. So, an dieser Stelle ist die Folge leider zu Ende, denn wir haben den Tagebucheintrag von Sigrun Engel über die letzten 10 Minuten gelesen. So müssen wir endlich Fergus Arm suchen. Haben Sie Fergus Arm schon gefunden? Hier, du alter Playboy. Wer flucht noch eins? Danke, Captain Blazkowicz. Bleiben Sie auf der Plattform. Ja, verdammt noch eins, ich will überhaupt nicht mit dir mit. Also folgendes, Pete. Wir könnten einen Funkspruch abfangen. Ich möchte überhaupt nicht mit euch irgendwas machen. Jetzt sagt mir nicht, wo dieser Arm ist, verflixt. Ich nehme den Laden auseinander. What about this, bitches? Miriam. Sie waren zwar auf einem anderen Planeten, weg, aber ich was zum Teufel habe ich in der Hand? Hat was von einem Streit zwischen ihm und das, warum habe ich jetzt was in der Hand? Reden Sie mit der Alles klar, gut, dann reden wir mit der Professorin. Wer auch immer die Professorin ist. Das Irrenhaus. Wer ist Maria? Mr. Blazkowicz? Nein, ich habe kein Foto und auch keine Zeit für dich. Meine Güte. Wo ist denn dieser verdammte Arm? Hat er denn kein GPS eingebaut oder was ist los? Was ist los mit diesem Arm? Ich mache ja Auge auf Arm oder was? Geh mal runter. Hier, es geht hier ab. Kartoffeln nehmen. Können wir die an das Schweinchen verfüttern am Ende? Das wäre wunderschön. Es würde mir mein Herz aufgehen. Bei der Feier hatte Fergus noch beide Arme. Nein. Sag Sachen. Und du so? Hey, Paris Jim. Nice. Ich suche nach Fergus Arm. Irgendeine Ahnung? Wissen Sie, ich habe Fergus gestern Abend gesehen. Hey, sehen Sie die Kleine da drüben? Nicht hingucken, Mann! Ich wollte ihr diese Rose schenken und was Romantisches sagen. Sind Sie ein Romantiker? Manchmal. Okay, nichts Anrüchiges. Sie ist ein gutes Mädchen und soll wissen, dass ich ein ehrenwerter Mann bin. Wie wäre denn das, Maria? Seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Und dann gebe ich ihr die Rose und sage, diese Rose ist ein Symbol meiner guten Absichten. Ich hoffe, Sie möchten mit mir ausgehen. Es muss nur ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Scheiße, bin ich nervös. Ich will's nicht vergeigen. Ich spiele Ihnen was für die richtige Stimmung. Verdammt. Maria, seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Für was für eine Frau halten Sie mich? Mir reicht's mit dir, du verkackter Scheißarm! Ich werde dir Manieren beibringen! Ist abgedampft Richtung Hangar. Naja, so wütend habe ich noch nie jemanden erlebt. Danke. Terra Billy, ich hab da vielleicht was für Sie. Interessiert mich nicht, sorry. Keine Zeit mehr für dich, wir müssen zum Hangar. Cap, schauen Sie mal. Ja, du wirst am Ende auch wieder nur eine Mission für mich haben. So, irgendwas ausschwätzen. Ich habe keine Lust, ich will jetzt diesen Arm finden. Dass endlich der Progress in-game weitergehen kann. So sieht es nämlich aus. So, jetzt schnurstracks hier zum Hangar. Ich glaube, er geht da nach vorne. Vielleicht liegt da sein Arm. Hier geht's zum Hangar, oder? 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 Oder?
Jawohl. Jawohl. Meine ausgezeichnete Wegfindung drückt mich nie. Also gut, hier ist der Hangar. Also schön. Wo versteckst du dich, Arm? Wo versteckst du dich, Arm? Okay, da brauchen wir, brauchen wir irgendwas Niceres. Wie ging noch einmal die Waffenwahl? Ich hab's schon wieder vergessen. Wie ging das denn? Ich hab's wieder vergessen, das ist unglaublich. Was hab ich jetzt gemacht? So, das. What the fuck have I done? Q? Nein. Z? H? J? B? V? Ja, V, perfekt. Perfekt. Lasern wir das Ding hier nämlich einfach weg. Zack, fertig. Und, ja. Sind wir keinen Schritt weiter, ne? Weil wir müssen hier einen Durchgang schaffen. Können wir jetzt hier unten durch? Hier unten finden wir hoffentlich Fergus Arm oder sonst irgendeinen Schatz. Oder beides. Oh ja, perfekt. Oh, perfekt. Wunderschön, dich zu sehen, lieber Arm. Es war natürlich auch eine richtig schöne, direkte Anmache, ja? Also, kann funktionieren, muss aber nicht hier, wenn man da direkt mal Löskrapschen tötet. Okay, jetzt geben wir Fergus seinen Arm zurück, wie es gehört. Und hoffen, dass es dann mal hier etwas Story-Progress gibt. Oh, diese Kopfschmerzen. Hätte der halt nicht so viel gesoffen, dann wird es sich auch besser gehen. Kein Mitleid. Also hier ist der Club Wiesenau und da wird der Arm wieder hingepackt. Und los geht's mit dem neuen Level, wo auch immer uns die Reise hinführt. Ich glaube auf den Ausmerzer. Wollen Sie mich umbringen? Na bitte. Der bewährte Katerkiller vom alten Horten funktioniert immer. Bam. Warum lümmeln Sie hier rum, hä? Müssen wir nicht zur Einsatzbesprechung? Die Party ist vorbei, Fresco. Unvorstellbar. Unbegreiflich. Entschuldige, dass ich wegen des Hemds so sauer war. Bist ein guter Kerl. Max Hass? Meine Brüder und Schwestern. Meine Brüder und Schwestern. Hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Ich bin kein Regimeflittchen. Kapieren Sie es endlich? Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzustempeln, der ich nicht bin. Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie. Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre. In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du? Ich liebe dich. Verstehst du das denn nicht, du Vollidiot? Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. Thank you.
In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Wir sind gleich mitten in der Action, Mama. Okay, schnell, schnell, schnell. Lass mir die Luke runter, Vibe. So, lass mir die Luke runter, Vibe. Was war denn das bitte hier gerade auf der Hammerfaust? Mitten im Leben, Hammerfaust Edition, irgendwie so. Das ASI-TV von Wolfenstein. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Ein gutes Gefühl, dich hinter mir zu wissen, Baby. Ich lieb dich auch so, Chantal. Ich lieb dich voll so. Oh mein Gott, wir werden hier schon heftig unter Druck gesetzt und wir drücken einfach zurück. Und jetzt wird hier zurückgeschossen. Okay, wir fangen ja schon böse ein, aber wir teilen auch böse aus. So ist es nicht. Anyone else? No? Wir sind drin. Oh, stehen hier mal nicht so lüstern rum, ja, Vibe. Auf dem Ausmerzer. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Gefunden. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anja. Wow, raffiniert. So. William, such den Hugin-Leitstand und deaktivier die Backbord-Verteidigung. Du gibst mir keine Befehle, Vibe. Bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff. Was fällt dir ein? Diese freche Frau. Schick mich wieder an die Front. So wie zum Thema Emanzipation. Ich bleib hier und suche nach einem Weg zu den anderen Bereichen des Schiffs. Okay, also hier kamen wir her. Alles gut, William. Ich brauche nur Zeit, um die Lagepläne anzusehen. Oh wow. Herzlichen Dank, Frau, für dein Vertrauen in uns. Okidoki. Aber, meine Freunde, hier sieht es nach einem fetten Kampf aus. Ich würde sagen, dass. War's für heute, ja? Wie ich dazu kam, zu dem Safe-Game noch ganz kurz. Also ich habe irgendwie die Folge hier schon mal aufgenommen. Und dann war auf einmal die Videodatei weg, ne? Jetzt habe ich hier nach Safe-Games im Internet geforstet und habe ganz viele gefunden und musste ca. 50 Stück ausprobieren, bis ich endlich das einzig wahre hier gefunden habe, wo es ja auch weitergeht. Und jetzt geht es dann nahtlos nächstes Mal mit kürzerem Abstand weiter mit der nächsten Folge, wie wir hier alles platt machen und den Ausmerzer Schritt für Schritt an uns reißen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst da rechts unten einfach so ein klitzekleines Abo, ein Like und einen Kommentar und alles zusammen da, dann seid ihr deutlich cooler und ich mag euch und habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.